Hallo und herzlich willkommen bei den Sport 1 News, meine Damen und Herren. Hannover 96 bereitet sich auf den nächsten Sieg in der Europa League vor. Heute Abend, da spielen die Hannoveraner bei Standard Lüttich. Und das, was in der Bundesliga seit Wochen fehlt, nämlich ein Sieg, das klappt international sehr gut, vor allem auswärts. Es ist wieder soweit. Hannover 96 in der Europa League zu Gast bei Standard Lüttich. Es soll endlich wieder klappen, denn seit 3 Spielen kein Sieg mehr für 96. Den letzten gab es in der Europa League beim 2:1 in Kopenhagen. Doch der war umso wichtiger. Wir sind mit der bisherigen Ausgangslage und natürlich auch mit diesen beiden Auswärtssiegen in einer guten Position, dass wir uns dann auch für die nächste Runde qualifizieren könnten. Das Bauchgefühl eigentlich ganz gut, würde ich sagen, weil ich sage mal international ist ganz gut für uns bis jetzt gelaufen, vor allem auch auswärts. Denn als Gastmannschaft hat Hannover 96 in der Europa League noch kein Spiel verloren. Steht mit einem Bein schon in der nächsten Runde. Dafür reicht bereits ein Unentschieden, das höher ist als ein 0:0. Aber Slomka warnt vor dem belgischen Topclub. Sie haben in den letzten Heimspielen, aus den letzten 8 Partien, 7-mal das Feld siegreich verlassen können. Das zeigt, welche Qualität sie hier zu Hause haben. Doch Lüttich überlässt nichts dem Zufall. Harte Fanauflagen sollen die Hannover-Anhänger bremsen. Es ist verboten, Fanschals und Trikots bis 90 Minuten vor dem Anpfiff in der Stadt zu tragen. Außerdem dürfen Fanbusse erst ab 19 Uhr nach Belgien einreisen. Klingt komisch, soll aber das Ziel Gruppensieg nicht behindern. Hat schon eine große Bedeutung. Ja. Als Gruppenerster in die nächste Runde einzuziehen, bedeutet schon auch, dass man, wenn man nicht ganz großes Pech hat mit dem Los, dann möglicherweise einen schlagbareren Gegner erhalten könnte. Dafür muss aber zunächst ein Sieg gegen Lüttich her. Doch bei der Auswärtsquote im internationalen Geschäft ist das ja nur reine Formsache, oder? Ja, und was sich sonst noch alles getan hat, das erfahren Sie jetzt in unserem Nachrichtenüberblick. Treue Schwur von Klopp. Jürgen Klopp fühlt sich wohl in Dortmund. Darum denkt der BVB-Coach auch nicht an einen vorzeitigen Abschied vom deutschen Meister. Er habe einen Vertrag bis 2014 beim BVB. Das Ding stehe für ihn in Stein gemeißelt, sagte er gegenüber der Sportbild. Allerdings stört Klopp sich nicht daran, dass Franz Beckenbauer wiederholt seinen Namen als Bayern-Trainer ins Gespräch bringt. Es sei besser, als wenn er sagen würde, der Letzte, den ich mir vorstellen könne, sei der Klopp. Aber es löse nichts in ihm aus, so der Meistertrainer. Arnautovic heiß auf Bayern. Werder-Stürmer Marco Arnautovic kann das Duell mit dem deutschen Rekordmeister kaum erwarten. Gegen Bayern seien es immer ganz besondere Spiele. Man fahre nicht zum Urlaub machen nach München, man wolle da was holen, sagte er der Bild-Zeitung. Der exzentrische Angreifer will mit Toren dazu beitragen. In den letzten Partien habe er gute Leistungen gezeigt. Jetzt müsste er sich mal mit einem Treffer belohnen. Er hoffe, dass er es in München klingeln lasse. Vielleicht sei der Weihnachtsmann mit ihm und schenke ihm eins, erklärte er weiter. Stanislavski greift durch. Dicke Luft in Hoffenheim. Trainer Holger Stanislavski hat laut Bild-Zeitung Chinedu Obasi und Roberto Firmino suspendiert. Der Grund? Beide seien wiederholt zu spät zum Training erschienen. Unterstützung erhält der Coach vom Manager Ernst Tanner. Ihm fehlen die Worte. Beide seien Arbeitnehmer, die nicht schlecht entlohnt werden. Und dann zu spät zur Arbeit zu kommen, das finde er sehr bedenklich. Natürlich habe das Konsequenzen. Das habe er mit dem Trainer besprochen, sagte der Manager. Wie das Blatt weiter berichtet, will der Coach beide Spieler am Freitag gegen Leverkusen nicht für den Kader nominieren. Das waren die Sport 1 News. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, machen Sie es gut.